So, ich glaube, es lässt ja. So, ich hätte eigentlich eher gehabt, wenn du auf Celestia losgehst, du Hund. Okay. Aber den hier, der hatte keinen Elfenwind, ne? Donner, okay. Dann gehst du mal hier hin. Aus den her. Und ich halte mal ganz kurz hoch. Nur um sicher zu gehen, ne? So. Oh, wow. Aber er Geschicklichkeit jetzt hat, ne? So, mir wäre es jetzt lieber, wenn ihr mal auf ihn losgehen würdet, ne? Wenn er seinen Dings hier aufladen kann, aber will gerade nicht, ne? So, ihr bewegt euch doch nicht, oder? Weißt du, ein Silberbogen? Pff, 35 Schaden. Ach. 35 Schaden. Geht aber auf mich los. Kann mich gar nicht erreichen. Ha. Noch besser. Richtig hochheilen, ich glaube nicht, ne? Ah, der tut mich aber mit dem Speer dann brechen, ey. Dreck. Ah, er macht nur einen Schaden, komm, vielleicht kriege ich ja auch. Ach, Mann. Am liebsten würde ich sie dahin teleportieren, ne? Aber ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob von da irgendwie Verstärkungstruppen kommen oder so. Ja, so ein Mist, ey. Oh mein Gott, hätte ich mal Wellen mitgenommen, ne? Jetzt kann ja Leute irgendwie aufladen hier. Oh, jetzt auch noch so hat. Ich kann ja hier irgendwie Leute ja die Bandfähigkeit aufladen. Alter, warum müssen seine Ausweich auf null? Ich habe doch gar nicht sein Dings aktiviert. Hey, was geht? Er hätte mich getötet, wenn er gekrittet hätte. Oder die. So, aber er scheint irgendwie nichts mehr zu kommen, anscheinend, ne? So, kann ich mir leisten, dazu machen. Kann ich mir leisten, das zu machen? Ich weiß es nicht. Ja, ne, ich könnte mit ihnen eigentlich. Ja, ich könnte Mikaya einsetzen, genau. Dann machen wir den mal fertig, ne? Okay.
jetzt kriegst du. Natürlich wieder so weit von klar. So, wenn ich jetzt irgendwie schaffen würde, dass er hier sich platzieren würde, ne? Dann würde, da könnte ich sogar erreichen. Dafür müsste ich jemanden hier hinpacken. Ne? Ich dich hier hinpacke, ne? Möchte ich da rauspacke, ne? Wenn ich Glück habe, gehst du auf sie los, ne? Dann bewegst, dann musst du dich ja einen Schritt hier bewegen, ne? Da kann ich hier den machen, ne? Wäre natürlich auch gut. So, ich will noch aus seiner Reichweite bleiben. Seiner Reichweite. Kann ich über Reiten machen? Ja, ne? So, du willst mich jetzt auf den Arm nehmen. Dann mach den da unten bis auf ein. Na, er bewegt sich ja nicht, ne? Das heißt, dann kann ich aber den hier machen. Geht natürlich auch. Zack. 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 So, also mein finde ich das Kapitel bisher ziemlich einfacher. So. Und ihr wollt nicht, seid ganz sicher, ihr wollt nicht ihn angreifen. Was ich natürlich auch machen kann, ist, ne? So, was hier? Ich werde mich sowieso nicht treffen können, ne? Warum mache ich das nicht früher, ne? Hätte ich schon früher machen sollen eigentlich. Er kann sich ja nähern. Ja, die sind alle auf. Jetzt gehst du auf einmal, sehr gut. Ja, füll meinen Fernangriff auf. Ach, ich habe vergessen, den Kaya zu heilen. Mache ich ja eigentlich. Ah, der hat sich genau dahin bewegt, sehr gut. Big Brain Strategien hier. Mir kommen echt keine Verstärkungstruppen mehr. So, jetzt guck mal, was ich jetzt hier mache, ne? Guck mal, wie ich den jetzt einen Tag ruiniere. Boom. Yeah. Sehr cool. So, jetzt muss ich mal hier gucken. Oh, der kann mich da so mit kontern, ne? So, wir knöpfen uns erstmal alle Leute hier vor, ne? Immer so wenig Leute wie möglich noch in den dann treten müssen. So, ich meine, er wird nicht dadurch frecken, ne? 81%, ehrlich. Was ich auch machen könnte ist, aber dann werde ich wahrscheinlich ihn triggern, ne? Will ich das? Ich glaube, ich will das langsam, ne? Ich glaube, ich will es. Ja, ne? Noch mal ein Tänzer, ne? Warte mal. Den kann ich doch bestimmt voll gut ärgern, ne? Aber ich kenne mich doch, ne? Ich weiß doch genau, was passiert, ne? Ach, aber ich muss ihn ja nicht treffen, ne? Oder? Oder muss ich ihn treffen? Naja, das war. Aber was wir machen können ist. Ich
muss hier hin. Wir schleichen uns mal ganz langsam hier ran, ne? Guck mal her. Eine Competitive Strategie, ne? Wir schleichen uns ja an unsere Gegner ran. So, Diamant ist ein bisschen in Gefahr. Ich habe ihn total vergessen, immer noch. Ich glaube, sie sollte ich eigentlich hier austeleportieren, ne? Ja, du bist auf einmal losgegangen. Sehr großer Fehler. Oh, die Kamera. Oh, oh. Da scheint aber nichts mehr zu kommen. Finde ich gut. Außer sobald, außer da kommt irgendwie was, sobald ich irgendwie, weiß ich nicht. Sobald ich mich irgendwie näher oder so. So, ich mache jetzt. Du hast immer noch nicht voll. Willst du mich auf den... So, ich gehe jetzt hier rein. Weißt du, mit dem Donnerschwert halbwegs gut. Ja, ne? Dann mit dem Donnerschwert wirst du sogar stärker, oder? Gewicht 11. Figur 10. Ihn könnte ich hier einsetzen. Wenn er Donner hätte. Elfendonner. So, warum kann ich den immer noch nicht treffen? Na komm. Natürlich. Warum trifft er mich mit 100%? So. Ach. Ja, raus hier bitte. Richtig, ich kann nicht so erreichen. Ich muss ja echt raus mit ihr. Warum ist er in Reichweite? Hallo, bin ich eigentlich irre? Da. Immer jemand auf einmal los. Das gibt's jetzt nicht mal. Okay, irgendwie habe ich die nicht getriggert. So, okay, da ist schon besser. Bessere Trefferchancen. Mein Blatt. Oh. Dreck, ey. Kann ich mal irgendeiner von euch angreifen, ja? Irgendeiner. Also was? Solange ich ihn angreife und ihn nicht töte, ist er eigentlich okay, ne? Er kann sich ja nicht bewegen, ne? Aber warte mal. Okay, ist egal. Ich brauche ja nur den die Aufladung, ja. So, jetzt kann ich mit ihm ballern.
war die ganze Nacht. So. Ich stehe ja und den ja und wir sind alle in Sicherheit. Und ich muss hier raus. Kann ich mich überhaupt teleportieren, wenn kein Gegner da sind? Nö. Okay, so viel dazu. Cool. Dann ist sie ja wohl gefangen, nehme ich an. Okay. Ach, die heilen sich ja noch. Aber du machst einen Flächenangriff. Oh nein. Aber nee, wie war das? Ich tue dann garantieren treffen. Oder so. Ich muss sagen, wenn die mir halt sagen und der direkt danach mit dem Angriff darüber kommt, dann ist halt irgendwie unfair. Oh mein Gott. Oh, jetzt bewegst du dich. Du bewegst. Veronika, genau. Okay, was macht er? Ah, da ist die Gacha aus Fire Emblem Heroes. Entschuldige, was? Marv? Sigurd? Oh, und ihr habt natürlich alle eure Killerfähigkeiten, ist cool. Pff. 13 Bewegungen, ja, ist klar. Ich will mal kurz zurückspulen. Ich weiß nicht genau, durch was ich ihn. Nee. Oh, bin ich, wo ich ihn hab gerade. Wir sind aber noch so viele Leute gerade. Warte, von der Reichweite hat. Das sind nicht 3 bis 8 Reichweite. Aber er kann sich bewegen. Ja, super. Mein Tänzer, der ist auch hier am Ende der Welt. Natürlich sind von unten wieder Leute gekommen. Ey, boah. Ja, das Spiel kann aber irgendwie nicht irgendwie so. So halbwegs irgendwie was machen, ne? Muss immer irgendwie volle Möhre irgendwie. Ja. Wie viele Leute ihn treffen können, ja. Weiß nicht, was ich ja machen soll wieder. Kann Sigurd erledigen. Ich glaube, der ist der gefährlichste gerade. Es sind so viele Leute jetzt hier wieder. Aber das verbindet sich mit Kraftimpuls. Das ist gar nicht mal schlecht. Du hast wahrscheinlich hier deine schnelle, nee, hast du nicht. Mein Gott, müsst ihr alle in so einem blöden Ding hier drin sein, wo ich euch nicht treffen kann. Er hat natürlich auch 2 Reichweite und so, ne? Alle haben jetzt 2 Reichweite. Also ich rechne schon damit, dass dieser, da bin ich mir ein, sieht der Mann irgendwie voll komisch aus hier auf dem Schlachtfeld. Der Sprite, der sieht irgendwie komisch aus, da bin ich mir rein. Also er sieht normal aus, ne? Aber er irgendwie. Da bin ich mir nur ein.
Was soll ich denn hier schon wieder machen? Okay, er ist glaube ich nicht so stark, ne? Nicht so stark, also magisch, oh, eine magische Waffe auch noch. Da wissen ja alles gefährlich, ne? Der Typ da hinten, der ist natürlich, wird mich natürlich hier treffen, ist klar. Ich glaube, das Beste, was ich hier machen kann, ist hier wieder mit der Dings reinzugehen, ne? Mit der Drachenader. Sie kann ich nicht platzieren, weil hier würde ich am liebsten hier reinpacken. Ich bin ziemlich sicher, er kann ihn ja abfangen. Da müssen wir zu uns hinkommen lassen, würde ich sagen, weil das hier nicht machbar sein wird. Müssen wir halt die Leute hier unten erledigen, aber geht halt nicht anders, ne? Ah, 26 16 23, cool. Was, wenn ich den hier mache? So eine Lanze, nee, ein Schwert. Ja, dann muss ich halt hier flüchten, ne? Na gut, ist auch hier, sie ist ja in der Reichweite, ne? Blöd ist, wenn jetzt hier mehrere Leute noch kommen, ne? Also noch mehr Flugeinheiten von überall, dann haben wir ein Problem. Ah. Okay. Ich hasse diese Situation gerade. Wen schießt du gerade? Oh. So funktioniert das. Ich muss mich da ausbewegen. Die Leute sind alle da. Boah. Ja, er hat irgendwie die gestärkt. Schaden von dem. Den muss ich mit meinem Map erledigen. So, bitte sag mir, kommen jetzt vielleicht noch mehr Verstärkungstruppen. Wenn doch, dann wird das ganz schön heftig hier gerade. Ach komm, Mann. Oh. Nee. Muss ich ganz zurück noch mal. Oh, ich weiß nicht, durch was ich glaube, als ich in seine Reichweite gekommen bin, ne, hat sich das ausgelöst hier. Und da kam, als ich ihn, ich weiß es nicht. Ich
Ich muss dich erledigen, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, die ganze Welle an Gegnern kam, nachdem ich irgendwie in der Reichweite von dem einen Typen gegangen bin, ne? Von dem ja. Weil ich Ember da liegen gelassen habe. Na, kann einer von denen treffen, bitte? Nein. Danke. Ja. So, ich habe jetzt funktioniert so, wie ich mir gedacht habe. Ich brauche ja weniger Leute, die auf mich zukommen. Ah, dieser genau funktionierte sogar. Gut. Bin ich zufrieden mit gerade. Ist ein bisschen billig, aber mein Gott. Habt ihr gesehen, wie viele Leute da gerade gekommen sind? So, wo ist Ike? Was ich machen muss, ist allerwichtigste gerade. Egal, ein von den Netzer, wo ich treffen können, jetzt mal ganz ehrlich. So, damit du aber nicht in Reichweite bist, stehen hier. So, dich kann ich nicht einpacken. Also ich kann mich nicht nach hinten. Boah. Ich kann mich nicht nach hinten zurückziehen, weil einfach nur weil diese blöden Typen von hinten alle kommen. So, also ich mit Ember einmal einen Schuss übrig. Das heißt, ich kann mir hier noch irgendwie jemanden schön aus dem Weg räumen. Weil die ganze Action hier losgeht. Na, kannst du mal zweimal treffen. Elf Schaden bringt es nicht, weil er heilt sich um 10 Schaden immer. Da ist der Schaden, der wird wieder alles weg. Wird wieder alles weggehen. Danach. So, ich könnte den nochmal versuchen. Ne? So, wenn einer von denen trifft, wäre gut. Cool. Alles klar. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen vorbereitet jetzt. So, jetzt haben wir keine Langstreckengegner mehr, die auf uns draufballern. Ihn könnte ich vielleicht erledigen. Dann haben wir ihn erledigt, nämlich mit Ember. So, ich fühle mich hier relativ sicherer gerade. Was ist jetzt passiert? Ja, die bewegen sich nicht. So, und ihr werdet es kaum glauben, aber ich muss schon wieder am Klo. Also ja, bis gleich. So, Blase geleert, neue Schaft, neue Kraft geschöpft, wollte ich sagen. So, was machen wir hier? Ich würde ja schon fast sagen, ihn zu erledigen, wäre das oberste Gebot gerade, ne? Machen wir das mal. Gucken wir mal, ob wir überhaupt hinkriegen. Ich meine, Sigurd wäre natürlich auch eine gute Wahl, aber nein. Er wäre auch eine gute Wahl, aber ihn kriegen wir noch nicht mal
down komplett. Aber ihn kriegen wir auch nicht down, außer wenn ich hier meinen Hauptcharakter einpacke. Aber ihn will ich sowieso nicht bekämpfen, während er hier drauf ist, weil ich ihn sowieso nicht getroffen krieg. Aber ich kann gar nicht mit ihm. Wenn er genau perfekter positioniert gerade. Ich habe nämlich geplant, ihn wieder ja rauszuziehen, ne? Aber geht gar nicht. Vielleicht soll ich Alchrist erstmal anlocken. Vielleicht lässt er sich ja anlocken, ne? Ohne dass der andere Typ sich hier irgendwie uns nähert. Mit wem, ne? Minus 60 ausweichen, das heißt, er hat 50 ausweichen. Ich meine, ganz eindeutig will ich mich ihm erstmal gucken, was hier abgeht, ne? Vielleicht kann ich ja ihn anlocken, ne? Dann im nächsten Zug kann ich ihn ja anlocken, abschießen. Und gegen Sigurd werden wir schon irgendwie was erledigt kriegen, ne? Ich habe natürlich hier Sigurd mit Rittertod, ne? Da wäre vielleicht nicht schlecht gegen ihn. Gucken wir mal, wie wir was machen, ne? Ich sagen, machen wir den ja, ne? Und was danach passiert. Das hat er ausweichen. Und du wirst nicht ihn so gut treffen können, ne? Soweit die Theorie jedenfalls. Kann genau damit rechnen, dass irgendwie ja der Typ jetzt hier mit so Sachen wie Dings rüberkommt, ne? So, dass der irgendwie Helden beschwören kann. So, er hat die Falle voller zugeschnappt. Ein Moment mal, du bist ich. Ach, du hast eine Tiara, das ist auch cool. Anscheinend sehr viel stärker, aber haben die gleichen Werte? Ah, ich kann den erledigen, bevor ja, einen Moment mal. Ist das legal? Ha, ich kann dafür stehen bleiben mit ihm. Ich meine, so kann man natürlich auch machen, ne? Das ist so broken. Weil er kann den Nebel nicht betreten. Er muss immer auf zwei Abstand sein. Ich nehme an, ich kann ihn ja auch nicht irgendwie ansprechen oder so, ne? Kann ich dann einfach so machen? Ist das legal?
So, ein Crit wäre jetzt natürlich mal sehr gut. Oh mein Gott. Ich kann so nie getroffen werden. Sehr geil. Ja, cool, mach mal den ja, ne? Er kann mich so gut wie nie treffen. So gut wie nie treffen. Alter, du. Kannst du vielleicht mal einmal kritten? So einmal. Da. Ein Treffer halten aus. Cool. Also habe ich mal einen von seinen Dingen erledigt. Ja, wenn ich Glück habe, kriege ich den jetzt down. Mich dann noch außerhalb der Reichweite von dem, ja, ne. Wie viele aus hätte. Aber denke ich sehr gut down. Na, lass mich mal da reingehen. Ich möchte die Zitrinen auch noch in der Reichweite bringen, aber geht gerade irgendwie nicht. Obwohl, ich habe eine Idee. Alter, ich hab mich sogar getroffen. Alquist, tu mir mal einen Gefallen, ne? Wie weit muss ich noch? Weiß nicht, wie weit ich da gehen muss. Okay, ist mir mal angefallen. Aber warum auch auf, schon wieder getroffen. Warum auch auf Dings losgehen, ne? Auf Diamant oder so. Okay. Oh oh. Ah, was haben wir denn hier wieder? 33, 26. Kannst du die Trin sich um einige von denen kümmern? Ich glaube nicht, ne? 106, obwohl. Naja, das wird zu gefährlich. Ich glaube nicht, dass ich irgendjemanden habe, der sich um die kümmern kann. Ach man. Wenn ich mal kann, nehme ich mal an, keine Unterhaltung mit Zitrin.
Aber wir müssen hier durch. So, da muss ich mich hier um langsam kümmern. Ich meine, du wirst nicht ihn erledigen können, ne? Ein Schlag. Ich weiß es nicht, dass er so um 1-2 HP steigt. Gibt's jetzt einfach nicht mal. So, ja, ich muss mich jetzt um die Leute da kümmern, ne? So. Mach dich platt. Ja. Müssen wir auf ihn losstürmen, würde ich sagen, ne? Speer 107, 107, Verteidigung 27. Ich mache wahrscheinlich keinen Schaden gegen den. Nö. Also das Gefühl, ich werde hier unten brauchen. Warum müssen es Fliegeneinheiten sein? Die können voll schnell auf mich zukommen, ey. Das muss ich jetzt irgendwie schaffen, da hinten auf ihn loszugehen. Eine Schütze ist immer da unten, rechts habe ich gesehen, auf der Karte. Ja. Ja. Sind immer die gleichen, warte mal, ich glaube, der Mann ist genau da, ne? Ja. Okay, ich habe mir jetzt so ausgemalt. Oh Gott sei Dank. Okay. So. Entschuldige mal, sieht sehr schmerzhaft aus. So, magischer Angriff, Speer. Ach, der hat schon wieder irgendwie ja, Werte erhöht von denen. So, mein Plan war jetzt hier eher, ja, ne? Hm. Schon klappen. Sehr. Oh, mein Speer wird auch abgegradet, genau. Okay, warte. Warte.
einfach von Meter wohl treffen, ne? So, die Situation war relativ einfach. So, die Situation hier unten allerdings, ne? Mit den ganzen Leuten finde ich gerade ein bisschen kacke. Da kommen natürlich immer mehr Leute. Meine Idee wäre jetzt hier, ne? Ist aber super riskant. 50 ausweichen, das ist nicht viel. Ja, 33. So. Ah Gott. Kommt da was wert? Oh, er hat jetzt Elfenbind, ne? Und er wird jetzt hier drin sein. 61. Ist nicht so eine rosige Ausweichrate, aber soll ich machen? So, bekommt ihr durch den Nebel auch Ausweich? Wahrscheinlich. Oh Gott, er ist nirgendwo in Sicherheit gerade sich. Gott. Oh mein Gott. Aber ich habe mir halt gefällt, ihn hier hinzubewegen. Ich will meinen Tänzer relativ nah irgendwo an die Leute haben. Wenn ich Glück habe, kann ich. Ist das so eine gute Idee? Ich glaube nicht, ne? 35, 23. Werde ich gedoppelt? Ja. Aha. Oh Gott, guck mal, wie hat der abläuft. Bitte tappt ihn nicht. 45% ist eine Menge immer noch. Ja, natürlich. Okay. Gott, ich hasse diese Probleme. Da kommen wahrscheinlich noch mehr in der nächsten Runde, ne? Ne? Okay. Also wenn ich die abschüttel, dann was so ein Buch ausgerüstet. What? So, wie handhabe ich das jetzt hier aber, ne? Warte mal, wo ist er denn gegangen? Na toll, er ist sowas von tot, wenn ich nicht aufpasse. Was ist er denn da an? Nach 124. Eine Menge Schützen, ja. Und mein Tänzer.
davon, aber bloß nicht, dass ich die nicht benutzen werde. Wenn ich ihn hier platziere oder hier, wird eigentlich perfekt, ne? Hierhin, dann packe ich dich hierhin. Dann wird getanzt bis zum Morgengrauen. Na, und ich weiß nicht. Initiiert die Einheit den Kampf. Kann der Gegner nicht kontern. Was ist das für ein Biss, bitte schön. So, jetzt muss ich den hier einsetzen, ne? Lässt ja nach unten bewegen müssen. Hätte ich jemand anders einpacken können. So, ich hoffe, das reicht auch, ne? Ich glaube, das wird nicht reichen. Nee, ich glaube, das wird nicht reichen. Wenn ich Doppelgängerruf aber einsetzen, ne? Ah, sie kann einfach nichts töten, ja. Seid ihr so doof und geht eher irgendwie auf meine Klone los? Da sind 4 Leute, ne? Okay, Verteidigung 19, das heißt. Und die werden mich nicht outspeeden, ne? Weil er, ja, 35. Er wird halt überleben. Das Erz weg. Da ist auch noch einer. Und das sollte eigentlich reichen, ne? Ja, muss ihn heilen. Er hat ein Elixier, also. Speer, du hast keine. Nein, hast du nicht. Cool. Jetzt mit dir aus. Kann ich dich eher da reinpacken? Ich glaube, da müssen wir flüchten, ne? So, sie kann ich eigentlich auch noch zum Teleportieren hier einsetzen, ne? 23. Aber sie wird leider gedoppelt. Und das bedeutet,
19 tot, ja. Ausweichen 67, das ist mir ein bisschen zu riskant. Wäre natürlich auch gut. Solange keine Verstärkungstruppen kommen, ist das okay. Ich will absterben. Mal ausnahmsweise ein Highlight mal setzen dann. So, wir müssen eigentlich alle in Ordnung jetzt sein. Na. Au. Bitte keine Verstärkung zum. Wo ist mein Tänzer hier? Ich werde das hier brauchen. So, ihr seid alle physische Angreifer, ne? Alles, was ich machen muss, ist, komme ich aber nicht ran. Cool. Muss noch weiter hier abhauen. So, du musst jetzt ja mal langsam aus. Weil geht jetzt so nicht. Das gibt's jetzt nicht. Ein AP. Muss ich mir auf den Arm. Ja, jetzt die Trin ist wieder mit von der Partie. So, wie mache ich das hier jetzt, ne? Er wird nur von ihnen angegriffen, aber er wird den aber nicht erledigen, ne? Muss ja nicht noch irgendeine andere Müllfähigkeit haben, ne? Runter erstmal, oder wir schicken jemanden da hin. Hat jemand 3 Reichweite? Nee. Er hat den Schnitter. Sind 4 Schaden, wenn er mich krittet, und ein Speer. Ich leider nicht machen. Aber keine Fernlang-Attacke.
Wie sieht's hier mit aus? Ja, du hast natürlich ein Silberschwert. Mal ja so. Oh Gott. 50, ja, das nehme ich. Ja, machen wir dich fertig. Was ich auch machen könnte, ne? Kann eigentlich den hier machen. Mache ich eigentlich die ganze Zeit. Guck mal hier. Kann auch den machen. Kann ich die da alle festnageln. So, Entschuldigung, was? Na, ah, cool. Jetzt kann ich die schon alle abschlachten. Oh, sehr cool. Sehr cool. Und wir sollten alle in Ordnung hier sein. Hm, oh. ずいぶん Okay. Weiß nicht, was da gerade aktiviert wurde. Entschuldige. Hast du ein Silberschwert? 28 ist das. Am liebsten würde ich ihn ja schön hier festnageln. Hey. Was ist das denn schon wieder? Hey, jetzt kann ich ihn nicht da raus bewegen. Natürlich ist so ein Spiel. Was ist das denn jetzt schon wieder? Was soll ich denn jetzt dagegen machen? Da hat die gerade alles aktiviert. Einfach noch eine weitere Aktion. So, was ich auf jeden Fall machen muss, ist ihn, ja. Ah, aber ich mache keinen Schaden, das heißt, warte, dass ich da sowas von ändern gerade. Ah, das war falsche. Geil. Okay, ich muss nur einen Schaden minimal machen. あの殺の冒険にも感づいていたが、そうか。今なのか。スタルク。あ、暗殺そんなことするわけないです。僕なんかが偉大な兄上にそんなことを恐れ多い。では、なぜ構えを解かない。これはですね、兄といえどあなたは敵なので。
Oh, das ist so peinlich. Muss ich aber angreifen. Du hast ein 28er. Aber ich brauche ich. Ich glaube, mich hat das was wert hier. Uff. Den schauen sich doch gerne. Aber ich muss auch Dings heilen, ja. Du hast kein Donner. Ah, das wird doch nicht genug sein. Nee, das wird nichts. Natürlich triffst du mich. So, aber du wirst ja eh nicht erledigen. Glaubt das? Da wird ja mehr abziehen dann, ne? Oh nein. Alter, ist knapp verpasst. Ah, da ist mit den ganzen Leuten passiert. Werden die in der Version geschippt oder was? Aber ich kann doch noch mal angreifen. Okay, wollte schon sagen. Oh, jetzt muss ich ihn irgendwie noch abhalten. Das ist natürlich nicht so gut gerade. Aber ich kann ja ihn hochheilen. Jetzt habe ich Kaya zum Heilen ein gleich. Oh. Alles klar. Mal ihn hier einsetzen. Alle Leiden mögen verschwinden. Müssen wir ihn eigentlich so schnell wie möglich erledigen. Okay.
Jetzt hängt er wieder da fest, ne? Oh mein Gott. Sack. Die beiden sind jetzt ein bisschen nervig. Ich überlege, kann ich ihn erledigen? In diesem Zug hier. Stimmt, ne? Alter. Mein alles tut mir weh. Gibt's einfach nicht mal ein AP. Ein AP. Warum jedes Mal ein AP? Oh, und er steckt nicht fest. Sehr gut. Warte mal, das ist doch viel übersichtlicher gerade. Ja, ganz wichtig, du musst da erstmal stehen bleiben. So, aber von dir schon mal Ruhe. Ein Panzerbrecher, ne? Okay, mal fertig. Okay. Da wird schon, da wird schon. So, du bringst mich aber nicht um, ne? Doch. Entschuldige, was? Na, warte mal, ich kann ja jetzt zwei Angriffe machen. Ne? Nee. Also kann ja, aber so, schon wieder mit einem Schlag nicht. Dann haben wir dich eben mit ein paar Dinger hier weg. Junge. Okay, das ist cool. Also zweimal angreifen. Oh, ich bin auf mein Schild gelandet. Oh, das ist so unbequem. Dann mach mal den hier. Weiß nicht, ob wir treffen. Aber kann man mal versuchen, ne? Also eigentlich nur noch er übrig, ne? Da oben sind auch noch welche, aber irgendwie dabei will die ganze Zeit ihn hochballern, ne? Er hat einen Speer, den er nicht ausrüsten kann. Da kann ich mit irgendjemandem noch vom Weiten hier angreifen? Nee, nee. Na, mit dir hole ich mal das hier. Halte ich mich nicht selber hoch? Ah.
So, mit dir mal noch ein paar Züge. Den hier. Zack. So, jetzt kann man nicht ganz gemütlich erledigen, würde ich sagen. Wer hat denn die ganzen Donner? So. Oh. Wir haben auch einen Dialog. Wahrscheinlich fast jeden Charakter, ne? Oder auch nicht. Ja, war einfach nur Standard, nehme ich an. So, machen wir den, ja. Das ist nochmal ein Elfendonner. Machen wir den, ja. Sehr cool. Dann noch ihn, ja, ne? Wow. Gegen Magie ist halt ein bisschen allergisch, ne? So wie Ike. Deswegen gebe ich ihn meistens immer über Ike. Sehr cool. Ja, den haben wir. Ich nehme den Zug. Ja, das war mal. So, ein paar Gegner sind noch übrig, aber was soll's. So, deine Werte natürlich trotzdem verringern, ne? Oh ja. Cool. Na. Okay, sehr cool. Ich habe noch mal einen Schlag fertig. Nee. Hatte ich mit ihm schon einen Dialog? Ja, ne. Dann machen wir noch mal. Nee. So, muss ich noch mal sehen, ob die vielleicht irgendwie was haben. Okay, sie kann ihn erledigen, aber will ich nicht. Ja, mal gucken, ob irgendwas los ist. Ne, hat sogar getroffen. Okay, aber wir haben es geschafft. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So viele Charaktere zum Anfang, ne? Ich würde sagen, da kann nur der echte Diamant sich drum kümmern, ne? Aber ich habe beim letzten Mal auch. Ja. Es kann nur einen geben. Na,
Okay, 34 Züge. Das ist ja MVP. Ja, passt. Und wir marschieren weiter durch dieses DLC. Was eine sehr vorhandenen Schwierigkeitsgrad hat. サイド奪還を試みましょう。勝ち目があるか、策があるのか、あるのなら今ここで示せ。エル、いる。我がブロディアは戦の盤上から降りる。君たちの邪魔も他国への干渉も行わない。腕輪と共に 我が国の命運を託そう。ありがとう。ファイトシーン。ディアップとしたね。なんかそう。幼き王女の。freuen uns nicht mal mit den anderen oder so。確かに。腕輪は。die sind einfach gekommen, wollten uns umbringen, dann sind sie wieder abgehauen。宿るのは紋章シベロニカ。異界の兵を刺激する能力を有しています。 フィレネと同じように黒く染まっていますね。おそらく残りの腕はもう今は私はあなたたちのになったの。はい、紋章師ベロニカ。でも戦う必要はありません。時が来るまでゆっくりお休みください。そう。 よかった。けど少しだけ寂しいわ。また会えた時は契約も何もなくても私のそばにいてほしい。大丈夫。ああ、ゲメロンパパーツ。ずっとそばにいますから。紋章師ベロニカ。いつかまた。 これでこの場は収まったね。感慨深いぜ。立ち向かって勝てる日が来るなんてな。ここにいるのは神竜を除き皆逃げてきた者ばかりですからね。それはそうかもしれませんわ。どういうことですか？私は千年前の戦争の際ソンブルによって故郷の村を焼き払われリトスに逃げてきたのです。 魔竜は強い魔力を有する種族なのですが、私は生まれつき魔力が弱くて、そのおかげでソンブルに見つからなかったんですよ。優秀だった家族や友は皆炎の中に。ソンブルは魔竜族を兵として従わせようとしたのですが、私たちはそれに従わなかったのです。今は私が 魔竜族唯一の生き残りですわ。俺はジャリュー信徒としているシオンにいたんだが、信徒としての戦い方に馴染めなくてな。毎日毎日自称して血を捧げて熱心なやつは命まで投げ打ってた。ドラゴンエンジンか、ドラゴンエンジンか。ついに司祭にバレちまってさ。ちょっとなんか雰囲気が、アンゲルはちょっと雰囲気がオンゲフェンスアルテスフィゼフィア。 死ぬのはどうしてもできなくて逃げてきた。グレゴリーは私がリトスに勧誘したんですのよ。イルシオンで苦戦する私を助けてくれたんです。助けてない。あれは異形兵が邪魔だったからだ。で、僕は前にも言った通り、出来損ないだからソンブルに殺されちゃう前に姉さんに連れられて逃げてきたんだよね。イル、 自分をできそこないというのはやめなさいと言っているでしょ。ごめんごめん、ついにね。悲しませるつもりはないんだ。でもさ、姉さんは優秀だったから別に逃げる必要はなかったよね。姉さんは僕と違って逃げてきたものではないよ。いいえ、逃げましたよ。先の戦が終わった際に。 どこに？今僕たちといるじゃないか。逃げを撃つというのも逃げです。
私は各国が腕輪を持って国に戻ろうとした時に止められたのに止めなかった。あれは各国の意見を尊重するためだろう。神竜様ならそうするからって。本当は意見を尊重したからではありません。ただ怖かった。行かないでと止めて拒絶されることが。味方だった腕輪で 神竜様のいたしろで皆と戦うことが怖かっただけです。姉さん、あれは紛れもなく逃げだったと思いますよ。私は皆と向き合えた最後の機会から逃げたのです。そのせいで救世の主が来るまでリトスの地から出ることさえもできなかった。 世界が再びこうなってしまったのは私のせいかもしれません。それは違うよ。姉さんは悪くない。イル様の言う通りですわ。悪いのは正体不明の敵でしょ。エル様も逃げたってのは意外だったかな。俺にとっちゃ強いお方の見本だった。弱虫ばかりが集まっているはずなのに、揃いも揃ってまだ生きてるとは上等じゃないか。 Außer sie ist im Hauptspiel irgendwie voll broken. やめよ。暗くなる。神竜様が困ってるでしょ。それに。これ、was ist denn? 私もその点は感謝しています。一応その一言がなければ。ね、お言葉ありがたく頂戴しましょう。お役に立てているのか。Das muss man ja tun, um ein bisschen Respekt zu bekommen. Ich bin Gott in einer anderen Welt. Ich schwöre es, ich bin ein Gott in einer anderen. 次はどこに? ここから西の国。Lucia, ne? Ja. So wie in der Hauptstory, ne? Das heißt, ich muss mich mit Ivy, Hortensia und so fassen. エルは本当にすごいです。それなのにその片割れときたら。イルのことですか。ああ、そんな名前でしたっけ。 あなたと違ってできそこないなので忘れていました。あんなできそこないが片割れだなんて恥ずかしいですよね。いらないのなら私たちが処分してあげましょうか。明暗です。あんなのいない方がエルも戦いやすいです。ねえエル、どうですかエル、本気ですか。え、 本気ですかと聞きました。本当にイルを殺そうとするのなら私は<笑>これは。 Das war ein Vater, ne? Vater des Jahres. Ich wusste, wir sind noch nicht zu Ende. Wir einfach abhauen, ohne denen was zu sagen. あれに守りを委ねるとは
目が曇りましたね。聞きたいことがあります。先のリトスへの襲撃はあなた方は？何のことだ。私たちは関与していない。どの国が抜け駆けを？フィレネ、いやイルシオンでしょうか。本当に知らないようですね。ならばもう用は済みました。 Alter, was? Staruk! Staruk! Kisama! Kono Jaryu no Kome! Duste da! Ude wa watashi da! Kore iju wa... Tataku... <笑>戦う理由はあるのですよ、ディアマンド王。本来であれば短期での潜入は無策でしたが、先の戦で疲弊していたようですね。夜明け前には戻らねば余計な詮索をされては困ります。アルフレッド王とセリーヌ Alter, was? Was ist mit der Ollen nicht richtig? Okay, krass. Irgendwie bezweifle ich, dass sie sich uns am Ende anschließt. Okay, das ist mal eine krasse Wendung. So, wenn du ja noch 3 Armringe verbleiben. Okay, das heißt, wir müssen Illusia Charaktere vorbereiten. Dann gehe ich mal zum Sommer zurück. Ich glaube, ich weiß, was passieren wird. Am Ende des Spiels bekommen wir Neil als spielbaren Charakter und nicht sie, ne? Weil sie sich irgendwie als Hauptbildbisch oder so entpuppt, ne? Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Naja, so langsam glaube ich nämlich nicht, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, sich uns anschließen wird, wenn sie so drauf ist. Aber mal schauen, ne? Mal schauen, was passiert am Ende des DLCs. So. Was haben wir gewonnen? Was denn für eine Ausbeute? So, ach ja, Bandgespräch wollte ich ja auch nachschauen. Immer keine Unterstützungsgespräche, also freigeschaltet, ne? Okay. So, alles klar. Irgendwie bin ich hier gerade voll raus. Mach ich sonst noch irgendwie was immer am Ende des Parts? Nee, ne? Nur Arena und Bandgespräche. Ja. Grasen wir die mal ganz schnell ab. Ne? Sind wieder eine Menge, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Diesmal werde ich irgendwie weniger Charaktere vorbereiten. Aber einfach nur, weil ich nicht glaube, dass wir irgendwie, weil nicht. Ich habe ja einige Charaktere vorbereitet, die ich gar nicht benutzt habe, ne? Kostet ja Band Fragmente, von dem ich nicht mehr so viel hab, ne? Ah, guck mal. So, ich habe zum Beispiel, gucken wir uns mal die jetzt an, ne? Ich habe Citrin mit Celica trainieren lassen auf B. Das ist eine gute Idee, die Bandgespräche am Ende mal zu machen, ne? Zu dem Zeitpunkt habt ihr sowieso schon alle weggeklickt, ne? Wenn nur die bleiben, die irgendwie noch so, weil nicht voll beinhart sind und irgendwie alles schauen wollen. Das nehme ich an, nicht so viel sind. Wenn überhaupt. So, dann habe ich Saphir mit live trainieren lassen.
wo ich sie nicht benutzt habe. Nächstes Mal werde ich nicht so viel Charaktere hochleveln. Wahrscheinlich Hortensia, Ivy. Okay, ich weiß nicht, wen er meint. Hier dieser eine am Anfang, die man am Anfang hatte. Ich habe ihren Namen vergessen. Evelyn. Diese blonde Schwertkämpferin. Ich glaube, sie hat irgendjemand gesagt, so dass sie ihre Familie verloren hat, ne? So. Ich habe Kazuko gehört, also so, dann haben wir Amber mit, ich spreche ihn jetzt einfach Amber aus, ne? Weil die Leute ihn auch alle so aussprechen. Amber habe ich mit Lin trainieren lassen. Sie sind auch noch köstlich. So, so, dann haben wir Erika mit Jade. Ja, ich auch nicht benutzt. Jade-san, ima wa otorikomi chuu deshou ka? Zenzen torikonde inai wa? Surukoto ga nakute. So, BM auch. Und dann haben wir noch Lucina. Tokidoki. Mit Lapis. なるほど。どうやらあなたは才能があるみたいね。天然という。 Okay, hat irgendwie nicht geholfen. So, und Lapis hatten wir auch nicht benutzt. Melusina. Okay. Ich habe jetzt auch B gemacht, ne? Oh, Owain. Radiant Dawn. Der Typ hatte wortwörtlich einen persönlichen Skill, wo der mehr Crit macht, wenn man bei dem Spiel konnte man Gegenstände benennen. Also, der hatte einen persönlichen Skill, wo irgendwie, weiß nicht, der mehr Crit bekommt, wenn er irgendwie eine Waffe hat, die mehr als 12 Zeichen als Namen hat. Weil richtig klasse. Oder hat den seine Version aus Fire Emblem Fates Odin. Weil einige Charaktere kamen sowohl da als auch davor. Da waren irgendwie alternative Versionen von denen, keine Ahnung. Es ist ein bisschen so wie ja DLC. So, dann gehen wir in die Arena und machen hier noch ein paar Gegner platt. Nur mit wem, ne? Mit wem? Ich habe von fast allen Charakteren jetzt hier den Erfahrungsboost weggenommen, deswegen ist halt jetzt ein bisschen nervig. So, eigentlich nicht mehr so wichtig hier, mit wem wir trainieren, habe ich so Gefühl. Immer Alfred. Selbst was war. Ja. Ich habe keine Lust, meine Fähigkeiten und so zu ändern. Da könnte was werden. Na, eins mal daneben haut. Noch einmal daneben. Ah, oder den. Das geht auch. Sowas nennt man in Fire Emblem
Terminologie einen unnötigen Crit. Weil er hätte so oder so jetzt gerade gekillt. Von daher war das voll unnötig. Aber hey, wir haben ein Unterstützungsgespräch freigeschaltet. Wow, guck mal hier. Wie viel er schon hat hier. Alfredo. B. Ohayo, Bushiro. Mo yoake da. Okite kure. Bushiro wohnt im Stall? Da war auch der Eingang zum Stall, oder? いや、見回りはしない。では、なぜこんな早朝に俺のところへ。今日はブシロンを観察しようと思ってね。俺を観察ですか？なぜそんなことを？もちろん、その筋肉の秘密を解き明かすためさ。え？君はその筋肉を得るために特別な鍛錬はしていないと断言する。 ならば何気なく過ごす日常生活の中にこそ筋肉を生み出す秘密があると考えたわけさ。はあ。なんとか理解できました。そうか、それは良かった。なら早速始めよう。僕は少し離れたところから隠れて君を観察する。何も気にせずいつも通り。 まだ早いので二度寝しますね。よろしいですか？もちろんだ。僕は君の寝顔を見守るとしよう。昼になりブシロンは読書を始めたが、特に筋肉を刺激している様子はないな。本自体の重さがそんなにあるわけではなかった。至って普通の読者だ。 ブシロンは昔から感動屋さんだからね。なるほど、釣りか。大物を釣り上げる時なら筋肉に刺激がありそうだ。<笑>釣れた釣れた。冷静に考えると釣りが筋肉と結びつくわけないね。鍛錬以上に激しい釣りなんて見たことないし。<笑>随分と楽しそうな顔をしている。 ブシロンを観察してみたが、特に筋肉に。なんかスレンガーズ、スパート、スノーマルワイド。お役に立てず申し訳ないです。無駄な一日を過ごさせてしまいました。いや、無駄ではなかった。とても有意義な一日だったよ。たまにはこうやって幼馴染と一日中過ごすのもいいものだね。アルフレッド様。ただ。 今度は隠れて遠くから眺めるのではなく、近くで一緒に読書や釣りなどを楽しもうと思ったよ。俺も賛成です。共に楽しみましょう。Okay. Wieder eine Stalker-Routine hier abgeschlossen mit einem Charakter. Ja, wenn du jetzt noch mal jemanden erledigen würdest, dann kriegst du bestimmt ein Level ab, ne? Könnte einfach werden. Ja. Ja, wird sogar was. Die hat einfach mal legendäre Messer ausgerüstet. Sehr cool. Sehr cool. Und kein Dings, okay. So. Wen haben wir denn noch hier? Ist jemand kurz vom Level ab? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich meine, zieht halt, aber. Hm. Zellkopf? Nehmen wir mal Zellkopf, ne? Mit dem Eisendolch. Solange nicht gegen irgendjemanden kämpft, der eine riesige Verteidigung hat, wird das was. Ja, das kann was werden. Okay.
Ah, kein Problem. Das war Tarnendo gesagt. Okay. Boah. Was ist das denn? Für ein Level Up, Kollege. Gut, dann war's das. Ja. Alles klar, dann mache ich wieder meine Runden auf Screen. Beim nächsten Mal weiß ich nicht. Ich kann noch mal gucken, ob ich ein paar Bündnisfragmente bekommen habe. Ne? Ja, wird mit dem Level aber ganz schön schwierig. Ja? Ich werde auf jeden Fall Hortensia und Ivy dann vorbereiten. Ne? Und vielleicht noch zwei andere Charaktere. Aber gerade kann ich auch zwei Charaktere noch nehmen. Ne? Sonst kann ich eigentlich mal zwei Charaktere noch mitnehmen. Ne? Neben die vorgegebenen Charaktere. Ne? Ich glaube, so machen wir dann. Ne? Also wir werden vier Charaktere vorbereiten. So, wie viel kriege ich denn hier noch? Na, nicht viel. 1640, das wird locker weggehen. Na gut, aber ich sage dann, das war's für heute. Und in der nächsten Folge machen wir weiter mit dem DLC. Ich freue mich schon. DLC wird interessant. Die Story ist irgendwie weil nicht packender als die Hauptstory, finde ich. Wenn man bedenkt, wie kurz das bisher war im Vergleich zu der ganzen Hauptstory. Und ja. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte einen Like, ein Abo, Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski. Wupp, wupp.